Vor ein paar Stunden ist dieses Kalb geboren worden. Jetzt kommt es wie üblich auf dem Hof der Lutzenbergers in ein Kälber-Iglo. Normalerweise bleiben schwarz-bunte Kälber der Rasse Holstein-Friesien 2 bis 3 Wochen in diesen Iglus am Betrieb. Dann werden sie verkauft. Doch in Zukunft müssen sie mindestens 4 Wochen alt sein, bevor sie transportiert werden dürfen. Für den Landwirt macht es keinen Sinn bei seinen Holsteinern. Die Rasse, finde ich, ist sehr fit und sehr agil. Sie sind nach der Geburt, oft schon 20 Minuten nach der Geburt stehen sie schon, gehen zur Mutter oder, ja, und versuchen da zu trinken. Bei anderen Rassen ist es einfach anders. Und von dem her sehe ich es überhaupt nicht ein, dass man das jetzt so auf 28 Tage erhöht hat und gleich verdoppelt. Viele Tierärzte sind da anderer Meinung. Die Bundestierärztekammer hatte sich für die Änderung der Transportfrist für Kälber stark gemacht. Diese 14-Tage-Kälber, die haben noch kein ausgebildetes Immunsystem. Und es ist so, dass die Kälber die Biestmilch bekommen, unmittelbar nach der Geburt. Dann bildet sich eine gewisse Immunität aus. Und dann ist die aber wieder weg. Der Schutz durch die Biestmilch, das Kolostrum, baut sich im Lauf der ersten 2 Wochen ab. Das Kalb muss ein eigenes Immunsystem aufbauen. Das dauert bis zum 28. Tag. 2 Wochen lang sind die Kälber also ungeschützt. Und wenn sie dann da in Betriebe reinkommen, dann werden sie wieder krank. Und das wollen wir eben vermeiden. Und deswegen ist es aus Sicht der Tierärzteschaft wichtig, diese 28 Tage durchzusetzen. Fritz Lutzenberger kennt natürlich das Argument mit der Immunlücke. Aber seine Erfahrung sagt etwas anderes. Ich kann das gesundheitlich am Kalb selber nicht feststellen, so, dass das jetzt nach 14 Tagen irgendwie in ein Loch reinfällt etc. Die schlimmsten Tage sind die ersten 14 Tage. Also da ist die Gefahr von Durchfall, und das ist ja die Haupterkrankung bei Kälbern, die Gefahr bei Durchfall ist da immens groß. Natürlich, wie das Kalb im Immunsystem funktioniert, da bin ich natürlich Landwirt und das kann jetzt ich nicht beurteilen. Aber ich kann es halt am lebenden Kalb beurteilen und da finde ich es für nicht angebracht. Im Stall der Lutzenbergers stehen knapp 400 Rinder. Pro Jahr gibt es 180 bis 200 Kälber, von denen etwa 80 männliche Tiere 2 bis 3 Wochen nach der Geburt verkauft werden. Wenn sie in Zukunft länger auf dem Hof bleiben müssen, bedeutet das für den Landwirt vor allem zusätzliche Arbeit und zusätzliche Kosten. Der Kalb trinkt in der Zeit ca. 8 Liter am Tag. Und wenn ich das umrechne, sind wir irgendwo 45, 48 Euro. Wenn ich dann auf den Kälbermarkt gehe, nach Buchloe, Versteigerung, da ist es so, dass ich dann eventuell 2 Wochen später für das Kalb vielleicht 20, vielleicht 40 Euro mehr kriege. Aber mehr wie 40 Euro mehr auf gar keinen Fall. Also habe ich da schon ein Defizit. Nur an der Milch. Fritz Lutzenberger ist Vorsitzender des Zuchtverbandes Schwarzbund Bayern. Er braucht künftig mehr Kälber-Iglus, vermutlich 5 Stück mehr. Eines kostet rund 500 Euro. Und er hat mehr Arbeit. Wenn er nur 10 Minuten für das Ausmisten, Einstreuen und Tränken rechnet, sind das in 2 Wochen über 2 Stunden mehr Arbeit pro Kalb. Das summiert sich. Milchkühe bekommen pro Jahr 1 Kalb. Denn nur eine Kuh, die gekalbt hat, gibt viel Milch. Weiblichen Nachwuchs behalten die Bauern oft für ihre Nachzucht. Männliche Kälber dagegen werden an Mastbetriebe verkauft und nach rund 7 Monaten geschlachtet. Die Kälbermäster für Schwarzbunte sind in Norddeutschland, Holland und Spanien. Schwarzbunte sind eine Milchrasse. Die Kälber nehmen nur wenig an Gewicht zu. Fleckvieh dagegen ist eine Zweinutzungsrasse, bei der Milch und Fleisch eine Rolle spielen. Für die Kälber wird deshalb pro Kilo Gewicht etwa 5-mal so viel bezahlt wie für Schwarzbunte. Deshalb ist es für die Bauern interessanter, sie erst später mit einem höheren Gewicht zu verkaufen. Die neue Transportfrist von 28 Tagen ist für Fleckviehhalter insofern kein Problem. Ein zweites Argument der Tierärzte für den späteren Transport ist, neben der Immunlücke, die Tatsache, dass sich die Tiere erst an Tränken gewöhnen müssen. Diese Kälber werden dann auch exportiert in andere EU-Staaten zum Beispiel.
Und da kommen sie auf Transporte drauf, wo sie mit dem Tränkesystem überhaupt nicht vertraut sind. Da ist dann nur noch ein Metallstift dran, wo sie dann hingehen müssen mit der Zunge, wo dann das Wasser rauskommt. Und das sind sie aber nicht gewohnt. Die saugen. Und dieser Saugakt, der fehlt dann auf diesen Transportfahrzeugen. Mit 28 Tagen, da ist es dann schon entwöhnt. Da geht es dann schon leichter. Fritz Lutzenberger hat seine Kälber schon nach 14 Tagen entwöhnt. Sie nuckeln nicht mehr an Gummi, sondern trinken schon aus den gelben Eimern. Das ist erwiesen, dass das nach 28 Tagen schwerer zum Umstellen ist als mit 14 Tagen. Also sie sind kleiner, lernfähiger, sie lassen sich einfach schneller auf den Eimer umstellen. Und der Käufer, der begrüßt es natürlich, wenn er Kalb kriegt, das so schon auf den Eimer umgestellt ist. Weil der mag die Nuckeltränke nicht. Fritz Lutzenberger kritisiert die neue Vorschrift auch deshalb, weil Deutschland seiner Meinung nach vorprescht und Kälber aus anderen EU-Ländern auch weiterhin schon mit 14 Tagen transportiert werden. Das andere, was mich noch wirklich richtig ärgert, das ist das, dass man die Landwirte nicht befragt hat, dass man die Zuchtverbände nicht befragt hat. Und ich finde doch in dieser Sache, wo es rein den Praktiker doch angeht und die Landwirte angeht, sollte man doch die Landwirte informieren. Es ist jetzt wieder ein kleines Puzzle in dem ganzen großen Puzzle drin, wo dazu beiträgt, dass man den Landwirten das Leben da schwer macht. Das vom Bundesrat beschlossene Gesetz soll ab 1. November 2022 gelten. Dem Landwirt bleibt also trotz allen Ärgers ein Jahr Zeit, sich zusätzliche Kälberiglus zu kaufen und mehr Platz zu schaffen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.